Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Wir befinden uns in einer Dienstagabendaufnahme. Ja, es ist jetzt auch so, dass leider nicht allzu viel passiert ist. Also wir haben hier diese tolle Armor-Dingens und was nicht alles. Aber mein Problem ist, ich bin ab Mittwochmorgen bin ich praktisch weg und kann dementsprechend mich nicht um meine Aufnahmen hier kümmern und möchte aber trotzdem Mittwoch, spätestens Donnerstag was raushauen. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal aufnehmen und werde dann praktisch das online stellen, vielleicht heute Abend sogar noch, wenn ich das hinkriege. Wir haben jetzt zwar schon Abend, aber vielleicht rendert das gut schnell durch und ansonsten morgen früh dann. Und dann ist es tatsächlich mal eine Folge, die mittwochs rauskommt. Ja, dementsprechend kann ich aber leider nicht neu hier. Kamaitachi ist immer noch da. Und Kamaitachi muss ich noch einmal besiegen. Ich denke, das wird mit 7 Energie dann kein Problem mehr werden. Ich habe im Augenblick ein bisschen das Problem, dass meine Freunde erst in 2 Stunden auch wiederkommen. Und ich möchte halt für diesen Umbruch levelmäßig möchte ich gern die Stärksten mitnehmen. Durch das nicht an den PC können und so weiter und außerdem ein bisschen Faulheit, muss ich zugeben, bin ich leider nicht weit gekommen hier mit dem Heroic Mode. Ich habe jetzt angefangen hier in den Fleming Wildwoods einfach nur Feuer 4-Sterne-Rüstungen zu farmen. Hab jetzt auch die letzten 4-Sterne-Rüstungen hier reingehauen, möchte aber, damit ich heute überhaupt was zeigen kann, mit euch gerne ein bisschen Kombinationen durchgehen. Ja, Kombinationen. Wir haben ja jetzt hier auf jeden Fall Möglichkeiten. Wir haben hier vorne was. Also da geht was, sage ich jetzt mal. Vorher machen wir aber hier schön die 4-Sterne-Rüstungen. Und gut, 3-Sterne-Rüstungen auch, falls sich da was ergibt. Wir haben hier Luftwasser, Luftmystik. Nein, es ergibt sich gar nichts. Vielleicht sollte ich mir doch ein paar Inferno Lord dazu kaufen. Nein, lohnt sich meiner Meinung nach nicht und werde ich auch nicht tun. So, dann schauen wir mal hier. Ich mache jetzt gerade heimlich still und leise auf der anderen Seite gerade mein Epic Armor Verzeichnis auf. Was brauchen wir eigentlich noch? Wir haben metallmäßig. Feuermäßig sind wir hier mit der Clockwork Metal Guard eigentlich ja gut abgesegnet, abgesichert. Dennoch würde ich gerne eigentlich hier Feuermystik, wobei Feuermystik, nee, Erdemystik haben wir gut. Feuermystik haben wir wenig. Ich hätte gerne eigentlich Feuerwasser irgendwas, weil ich das zum Beispiel nicht auf der... So viel passt hier auch nicht rein. Dann nehmen wir die Morax Blade Mail und machen die einfach mal damit rein. Wir können eine gute Wasserluft können wir zum Beispiel gebrauchen. Und es sind ja jetzt immer mehr Rüstungen auch, die fusionierbar sind. Und ich habe einfach die Hoffnung, also Epic-Rüstungen, die fusionierbar sind. Ich habe einfach die Hoffnung, dass da was rauskommt. Bei die wahrscheinlich... Oh, die kennen wir doch. Das ist doch die... Nee, Ravenlord Mantel. Ups. Irgendwie mit dem Mundschutz stimmt der Schild, hätte nicht gepasst. Ravenlord Mantel. Ja. Was soll's? Wir gucken weiter bei den 4-Sterne-Rüstungen, was wir da machen können. Vielleicht mal hier was mit Wasser dazu und da machen wir eine Feuerrüstung dazu. Weil Wasser und Feuer finde ich einfach gut. Möchte ich haben. Und das würde mich echt freuen, wenn es da mal eine schöne Epic für mich regnen würde. Ich bin gerade auf dem anderen am scrollen. Es laden gerade. Was ist denn das? Nee, das ist auch eine 4-Sterne-Rüstung und zwar die Rocksteel Armor. Ich bin gerade am Hochladen von Folgen für Star Wars The Old Republic. Deswegen ist mein Internet selbst, dass ich am großen PC bin, relativ langsam. Aber da muss man halt durch, ne? Das hier geht mit einer Mono-Erde eigentlich ganz gut. Da kann einiges rauskommen. Und dann sehen wir mal weiter, was da ist. So, mal schauen. Mono-Erde, warum nicht die? So. Und Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken und versagen. Hey, was ist denn das? Armor of the Order. Ja, schön. Mono-Luft.
Monoluft ist auch in Ordnung. Wir haben ja genug Mystic Erde, glaube ich, und da können wir Monoluft, den hier zum Beispiel. Oder wir machen Monowasser. Haben wir auch. Oder hier, wie wär's denn damit? Damit und dann eine Monoluft drauf. Oder ein Ravenlord. Ja, doch, warum eigentlich nicht? Weil Mono und Mono hat ja die besten Chancen, also zumindest früher mal gehabt, auf eine Epic. Jetzt ist natürlich die Frage, war ein bisschen blöd von mir, das während die Internetleitung ausgelastet ist, hier zu versuchen. Das ist auch keine Epic, oder? Ne, die Kaiju. Aber gut, da kommen wir mit klar. So, wir wollten jetzt erstmal Wasser. Kaiju, Mono Wasser mit Mono Luft. Haben wir noch was? Ja, Arm of the Order. Oder Wasser und Erde? Ja, gut, wir haben ja dann noch eine. So. Mono und Mono ergibt Epic. Nein, ich sehe es nicht vor euch. Der Ton wird immer noch parallel aufgenommen. Es braucht nur Ewigkeiten hier in meinem Laden. Nö, ist keine Epic, würde ich sagen. Das ist Vesture of the Frost. Aber ist ja kein Problem, weil Jack Frost seine Rüstung, die steckt man gleich wieder in andere Mono-Wasser. Und schau mal, was dabei rauskommt. Sind wir jetzt, glaube ich, wassermäßig sind wir auch ziemlich am Ende angelangt. Also Mono-wassermäßig. Auch Mono-Luft, glaube ich. Ja, ich sollte mir mal eine schnellere Internetanbindung besorgen. Hey, das ist auch keine Epic, das ist die River Steel Rope. Damit hätten wir wieder eine Mono Wasser. Lufttechnisch machen wir das hier mit Mono Wasser. River Steel und los geht's. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich eine Epic Fusion jetzt hier mit reinbaue oder nicht, aber ich denke, das kann man eigentlich mal an dem Mountain Wine Shroud gleich am Schild erkannt. Die sah ja schon episch aus eigentlich. Was haben wir denn hier alles? Haben wir hierzu eigentlich noch irgendeine Rüstung? Ja. Wobei ich da ja. Haben wir da auch Mono-Erde vielleicht? Ja, nehmen doch keine. Kanitsblade mehr mit. Oh, die Mountain Vine Shroud haben wir zweimal, da können wir doch einmal wegmachen. Wobei eigentlich die andere, ach egal. Kriegen wir alles. Epic, epic. Nein. Das ist die Slime Bane Battle Gear. So, jetzt sollte es sich langsam lichten in der Vier-Sterne-Riege. Erde, 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 Erde überall. Da haben wir einmal Mystik. So, dann machen wir Mystik mit Erde, Wasser. Wasser, so. Und jetzt gibt es bestimmt wieder keine Epic. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe allgemein das Gefühl, dass sie da in den Wahrscheinlichkeiten gedreht haben. Das ist auch eine Mono-Mystik. Da haben wir also noch Möglichkeiten. Wir nehmen Erde und nehmen hier die Mountain Vine Shroud und nehmen die Mono Mystic. Und im allerschlimmsten Fall wird es jetzt nochmal eine, wie heißt sie? Ach, auf jeden Fall Erde Mystic. Nicht die Undead Robes, sondern die andere. Nee, das ist Kanit. Nee, Worm Shroud Mantle. So, jetzt haben wir aber alles nur noch mit Erde, glaube ich. Ja, und auf jeden Fall hatte ich ja davon jetzt auch schon zwei mit Mystic, Erde, Epics. So, was haben wir hier für Möglichkeiten? Ich hätte gerne eigentlich das hier. Luft. Okay, Feuer mit Wasser. Wir nehmen die da und hauen die einfach mal wirklich zusammen. Das wird lustig. Mystik und was können wir damit dazu machen? Nix eigentlich. Das ist echt fies. Mystik und Luft ginge noch, aber nee, wir nehmen auf jeden Fall das hier mit Wasser. Use Armor. Was haben wir denn an Wasser-Armors da?
Feuer Mystik könnte rauskommen oder Feuerwasser. Hier, ach komm. Wir wollen die Feuerwasser-Epic. Ja. Na komm. Ja, das ist ja wundervoll, was ist denn das? Flame Guard Blade Mail. Was ist nochmal die Flame Guard Blade Mail? Hat gar nicht so schlechte Startwerte, deswegen. Flame Guard Blade Mail. Naja, geht, aber da ist unsere andere besser. Wir haben 1868 auf Angriff, 1940 auf Verteidigung. Ist nicht schlecht. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich will aber eine andere. So. Clockwork sollten wir weglassen. Wo ist sie? Dann werden wir einfach die hier jetzt mit der hier nehmen. Ich hoffe, dass zumindest wieder was mit Feuer rauskommt, wenn es nicht gleich nur Feuerwasser ist. Na komm. Wäre schon cool. Weil Feuerwasser-Epic ist ja das, was ich eigentlich schon seit langer, langer Zeit gerne haben möchte. Und die Apocalypse Blade Mail ist keine tolle Rüstung, aber das ist sie auch nicht. Das ist die Arcane Mantle. Na, da bin ich aber glücklich. Okay. Was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten? Ja, wir haben das hier. Würde ich gerne auf jeden Fall Erde mit drinne. Die Crystal Geoblade können wir eigentlich gleich reinhauen. Oder wir machen die Druidik rein. Das sind die Möglichkeiten. Der Tektonik vielleicht noch, aber eigentlich die Crystal Geoblade muss so oder so auch weg. Weil wir haben noch diese andere, wie heißt sie? Ach komm, wir machen den Tektonik da mit rein. Es gibt eine schöne Erdluftrüstung. Wunderschön. Ich weiß jetzt zwar gerade nicht, welche ich da gerne haben möchte, aber es gibt da bestimmt eine richtig gute und die möchte ich haben. Komm. Ja, das ist, glaube ich, eine von denen, die ich gerne gehabt hätte. Wie heißt sie? Die Guardian Wargear müsste das sein. Gut, die ist von den Werten her auch jetzt nicht so megamäßig, aber dafür, dass ich eigentlich keine gescheite hatte, ja. Oh, die Horde Wargear kann man auch mittlerweile fusionieren, sehe ich gerade. 1782 auf Angriff und 2070 auf Verteidigung. Das kann man lassen. Das ist okay. Das ist, bin ich gar nicht so böse drum. So, haben wir noch was anderes, was kombiniert werden kann? Ich glaube nicht. Wir hätten jetzt theoretisch noch die Geoblade mit der hier. Was könnte rauskommen? Noch eine Druidik. Gut, es könnte theoretisch natürlich noch einiges anderes rauskommen, aber das lohnt sich nicht. Die Feuer werde ich mich hüten, die weg zu verfusionieren. Das hier freut mich. Die kann ich auch jetzt erstmal hochleveln. Ich habe 20 Plätze frei. Ich kann also noch einiges an Rüstungen nachschieben. Ja, würde sagen, das können wir erstmal so lassen. Wenn es wieder mal einen Epic-Boss gibt, der mit Feuer ist, wäre natürlich cool, weil dann hätte ich zumindest wahrscheinlich zwei Rüstungen, die ich dann praktisch da in die Fusion werfen kann. Das wäre schon mal was. Gut, ich sage... Oh, nee, Kiste machen wir noch. Gibt es im Augenblick eine schöne Viererkiste? Nee, das höchste ist Dark Prince und dann die Ringchests, aber da... Nö, danke. Dark Prince, mach mal eine auf, komm. Lassen wir euch mal nicht schlumpen, machen wir noch eine auf hier. Nichts wirkt verdrüppelt, nichts wird verschütt und rauskommt eine 2 Sterne, eine Stormreach. Very bad. So, okay, das war dies. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, schreibt in die Comments, ihr hättet wahrscheinlich viel bessere Kombinationen gewusst und gemacht, aber ich behaupte immer noch, es ist alles eine Glückssache und ja. Jetzt auch mit der Guardian Wargear, das ist keine super tolle Rüstung, aber ich weiß gar nicht, ob es eine viel bessere Erde-Luftrüstung im Augenblick zu fusionieren gibt. Ich bin hier gerade am Gucken auf dem anderen Bildschirm, was ihr ja nicht seht. Doch, die Takt...
Tickens regulär gäbe es noch, die geht dann auch über die 4000. Gut, es gibt eine bessere. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich die andere trotzdem hochmache oder nicht. Aber ich denke, allein wenn ich halt Platz brauche, dann wird die halt hochgelevelt. Und vielleicht kriege ich ja noch mal, ich kriege ja jetzt hier noch mal eine Luftrüstung und habe genug Erde. Vielleicht probiere ich es dann auch noch mal. Vielleicht kriege ich ja noch die Tactical Regular. Machen wir dann beim nächsten Mal. Gut, ja, also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.